Schnuckis, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Diamond Painting Tagebuchteil. Der ist wieder pickepacke voll mit interessanten Informationen und ein bisschen hinter den Kulissenmaterial, so will ich es mal nennen. Ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Tagebuchteil und vergesst nicht auch den Daumen nach oben dazu lassen, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht mögt ihr auch meinen Kanal abonnieren und auch gerne einen Kommentar da lassen. Das würde mich sehr freuen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Schnick, Schnack, Schnick, Schnack. So, Schnuckis, wie immer sieht es hier recht mühlig aus an meinem Arbeitsplatz. Da liegt noch der Anti-Stress-Ball, der ja extrem gut bei euch ankam. Aber ihr habt alle gesagt, beim nächsten Mal würdet ihr auch eine andere Farbe wählen. Vielleicht auch zwei Ballons übereinander machen, falls der innere Platz, dass die Steine nicht gleich alle rausfallen. Sehe ich ein, könnte man das nächste Mal noch ein bisschen besser machen. Ja, aktueller Stand ist jetzt noch nicht viel weiter als beim letzten Mal. Ich war die letzten Tage etwas faul. Also das habt ihr eigentlich alles auch schon genauso gesehen. Telefon. Wieder so eine Umfrage. Also ich halte meine private Festnetznummer wirklich extrem privat. Nur engste Familienmitglieder haben diese Telefonnummer und engste Freunde, ansonsten niemand. Und mich nervt das immer so, wenn dann plötzlich irgendjemand von irgend so einer dusseligen Umfrage dran ist, diesmal irgend so ein Kaufverhalten. Weiß nicht, also ich weiß, die Leute sitzen auch irgendwo im Callcenter und machen nur ihre Arbeit, aber ich fühle mich dadurch richtig belästigt. Ich weiß nicht, wie euch das so geht, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ich fühle mich dadurch richtig belästigt. So, okay, zurück zum eigentlichen Text. Also, was wollte ich sagen? Ich mache nachher gleich nochmal weiter und dann kriegt ihr den Zeitraffer, das kennt ihr alle schon. Und eigentlich wollte ich ja dieses Mal die Geschenkanhänger machen, aber mir ist wieder mal was dazwischen gekommen. Oder mir wird was dazwischen kommen, denn ich werde jetzt nochmal diese schönen süßen Patches hier painten. Habe ich mir ja schon so lange vorgenommen, aber ich hatte ja immer noch nicht das T-Shirt zurück. Und zwar war mal meine Nachbarin so lieb und hat mir einmal den Aufnäher aufs T-Shirt von Lotti genäht. Vielleicht habt ihr mitbekommen, ich kann nicht nähen. Und genau, das T-Shirt habe ich zurück und deswegen habe ich gesagt, werde ich jetzt das zum Anlass nehmen und die Patches fertig painten. Und das kriegt ihr nachher alles hier in diesem Tagebuchteil zu sehen. Und dann zeige ich euch nochmal genau, wie das Ganze funktioniert, was im Set drin ist und so weiter. Ja, ansonsten ja das Übliche, ne? Wir gucken mal, wie weit wir in diesem Tagebuchteil mit dem Bild kommen. Ich bin heute wieder sehr motiviert. Ja, Hasi? Ach, mein Ämmchen ist krank zu Hause. Ich muss mich mal ganz kurz drum kümmern. Also, jetzt kriegt ihr erstmal einen Zeitraffer. Ja, jetzt kommen wir mal direkt zu den Patches. Ich habe euch die ja schon mal vorgestellt. Da gibt es ja drei verschiedene Sets. Einmal haben wir hier das Set mit den Mickey-Mäusen, dann gibt es einmal eins mit Einhörnern und eins mit Yoda. Ich habe mich aber entschieden, jetzt einmal die Mickey-Mäuse zu painten und das Ganze könnt ihr euch jetzt im Zeitraffer anschauen. Ja, wie funktioniert das Ganze? Also, meine Nachbarin hat mir hier einen so ein Patch auf das T-Shirt genäht. Es gibt in dem Set drei solcher, ich nenne sie mal Rohlinge, die ihr beliebig irgendwo anbringen könnt. Entweder näht ihr sie aufs T-Shirt, so wie hier, oder ihr könnt das Ganze auf Textilien kleben, Rucksack kleben oder sonst was. Es gibt Textilkleber, wenn ihr irgendwelche festeren Gegenstände habt, könnt ihr auch Sekundenkleber nehmen. Und dann könnt ihr das Motiv eurer Wahl einfach draufklicken.
Das Schöne ist ja, ihr könnt das individuell austauschen. Wenn ihr jetzt keinen Bock auf die Mickey Maus habt, dann macht ihr das Ganze wieder ab und klebt einfach die Minnie Maus drauf. Oder ein Einhorn oder ein Yoda oder was auch immer. Ihr seht, das ist auch ziemlich fest und hält richtig gut. Und natürlich, wenn ihr das T-Shirt waschen wollt, zieht ihr den Patch vorher ab. Und so bleibt er auch richtig schön heil und die Steine fallen nicht ab und so weiter. Ja, wie eben schon erwähnt, ihr habt 3 solcher Rohlinge im Set enthalten und die könnt ihr dann auf eure beliebigen Kleidungsstücke draufkleben, befestigen, nähen, wie auch immer. Richtig geile Sache, tolle Sets, feiere ich mega. Schnuckis, kleine Unterbrechung zwischendurch, denn es ist gerade Post gekommen. Und das nicht wenig. Vielleicht fragen sich ja einige von euch, was macht Tini eigentlich so den ganzen Tag, außer Diamond Painting und Päckchen packen und Videos drehen. Noch mehr Videos drehen. Denn ich produziere auch Videos, Werbeclips für Firmen und dementsprechend ist hier gerade wieder ein Riesensatz angekommen. Da ist richtig viel Arbeit am Start. Hei. Lasst uns mal kurz reingucken. Ich zeige euch mal, was da alles so drin ist. Und zwar sind das die aktuellen Adventskalender-Trends. Ich sehe schon, ein paar Kalender sind schon vom letzten Jahr mit dabei, wie zum Beispiel der Schleimkalender oder der Magic Dough-Kalender. Die sind wirklich mega genial. Aber auch neue Sachen natürlich, wie zum Beispiel der Wuselwusel-Kalender oder auch hier einmal der Unicory-Kalender. Richtig niedlich. Warte mal, ich kann euch da mal ein bisschen mehr zeigen. Ja, schon so ein bisschen reingeguckt, mit so einem süßen kleinen Püppchen und ganz viel Zubehör. Also da bin ich schon ganz gespannt auf den Kalender. Und hier geht es dann weiter. Frozen gibt es ja einmal Frozen 1, das ist dieser hier. Und Frozen 2 ist dort noch. Und ja, ganz viele andere diverse Adventskalender. Also da ist richtig viel Neues drin. So, und dieser Karton, den finde ich ja mega. Da sehe ich ja schon so viele Sachen, auf die ich schon total gespannt bin. Unter anderem Magic Sand, Sand Amazing. Magic Sand kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Magic Sand habe ich ja auch schon mal vorgestellt. Aber das ist jetzt nochmal ein Next Level, weil man damit ganz viel rumexperimentieren kann und so ein bisschen auf die ASMR-Geräuschschiene geht. Genauso haben wir da einmal alles voll. Und dann gibt es hier noch so ein Inky-Paket, das finde ich auch ganz toll. Ein Inky-Badebomben-Set rund ums Thema Einhörner, Badekugel, Badesalz, richtig niedlich. Das ist auch ein schönes Geschenk, finde ich, für Weihnachten. So, dann haben wir hier auf jeden Fall meinen, ich würde sagen, Lieblingskalender, auf den ich schon mega gespannt bin. Auch ein Inky-Kalender, sprich alles rund ums Thema Badebomben. Und ich zeige euch mal nicht die Rückseite, weil man da schon sieht, was alles drin ist. Da. Oh mein Gott. So cool, so schön, so mega. Ja. Ich glaube, es gibt eine Menge Arbeit. Da kommt einiges auf mich zu. Und alle Kalender werdet ihr auf meinen Kanälen nicht zu sehen bekommen. Das wird ein bisschen viel. Aber vielleicht seht ihr ja den einen oder anderen Werbeclip von mir auf Amazon oder direkt bei Craze im Shop. Würde mich freuen. Schreibt mir ruhig, wenn ihr das gesehen habt. Dann weiß ich, aha, also es ist auch außerhalb von meinen TikTok-Kanälen meine Stimme erkennbar. Würde mich sehr freuen. Und ich werde dazu nochmal ein separates YouTube-Video machen und euch nochmal den ganzen Inhalt hier zeigen und auch einige Kalender vorstellen. Das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, weil wenn wir hier schon mal so einen tollen Content haben, dann nutzen wir den auch. Und ja, gut, ich würde sagen, jetzt geht es wieder weiter mit dem Diamond Painting Tagebuch Teil. Schnuckis, das ist der aktuelle Stand. Jetzt werde ich gleich noch ein bisschen weiter painten, weil ich habe heute Zeit
Und ich muss sagen, ich habe diesen Tagebuchteil echt über die komplette Woche aufgenommen und gefühlt habe ich irgendwie alles in diesen Tagebuchteil reingestopft, was ihr vielleicht auf den Social-Media-Kanälen von mir jetzt die ganzen Tage schon gesehen habt. Deswegen möchte ich euch auch gleich nochmal zeigen, dass wieder Nachschub angekommen ist. Und zwar sind diese tollen Wachsstifte wieder eingetroffen. Da sind wieder reichlich vorhanden. Und zwei neue Coverminder, die ich sowas von schnucklig finde. Und zwar diesmal in Herzform. Und wir haben einmal Diamond Painting, Suchti und I Love Diamond Painting. Super niedlich. Funktioniert genauso wie der andere Coverminder auch. Damit kann man wunderbar die Folie zurückhalten. Ihr kennt den ja hier schon. Und ein unverzichtbares Gadget im Diamond Painting Bereich, wie ich finde. Ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Ich schreibe ja immer oder sag ja immer, wenn ihr gegrüßt werden möchtet, schreibt es einfach unter dem Video in die Kommentare. Also immer unter den aktuellsten Tagebuchteil. Und diesmal möchte nur die Josie gegrüßt werden. Verrückt. Ich habe so viele liebe, nette Kommentare bekommen von euch. Ich habe auch alle wieder durchgelesen und auch beantwortet. Aber tatsächlich wollte nur die Josie gegrüßt werden. Was ist da los? Also wenn jetzt von euch sich jemand angesprochen fühlt und sich gerne gegrüßt werden möchte, dann schreibt bitte jetzt in die Kommentare. Und ich hoffe, euch hat dieser Tagebuchteil gefallen. Also das ist wirklich ein so langer Tagebuchteil, den wir die ganze Zeit aufgenommen. Das ist so krass. Also nicht lang von der Länge, aber irgendwie gefühlt von der Produktion halt her. 1000 Sachen könnte ich euch schon wieder erzählen, aber die hebe ich mir für den nächsten Tagebuchteil auf. Da könnt ihr jetzt schon mal drauf vorbereitet sein. Der nächste Tagebuchteil wird an Informationen ein absoluter Kracher sein. Da haue ich wieder richtig raus. Und da gibt's richtig tolle Neuigkeiten. Habe ich gerade schon gesagt. Egal. So, ihr Lieben, in diesem Sinne, habt viel Spaß mit euren Bildern. Stalkt mich gerne auf meinen ganzen anderen Kanälen, auf TikTok, auf Instagram. Findet ihr alles in der Infobox verlinkt. Und seid immer schön lieb zueinander. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.